Dann haben wir ein Spiel von Marco Teubner, Gumminis, was für Kinder ab 6 Jahren ist und kann man wunderbar auch mit Erwachsenen spielen. Und das Material liegt hier vor uns aus. Um was geht's denn hier? Ich schätze mal um Gummidrops. Es geht um kleine Zuckermonster, die Gumminis. Und die sind hier wild unterwegs und wir möchten sie anlocken in unsere Boxen. Jeder Mitspieler hat also eine Box mit einer Farbe. Ich bin jetzt also Spieler Gelb und bekomme alle gelben Kärtchen. Die lege ich dann mit der bunten Seite nach unten hin und die Box drüber. Und zu Spielbeginn, du kannst auch mal checken nochmal, ob bei dir die grüne Seite unten ist. So rum, genau. Zu Spielbeginn darf ich dann 2 Gumminis aus ihrer Box herauskitzeln. Genau, also ich habe jetzt einen Apfel und eine Zitrone und wenn ich jetzt hier ein Kärtchen habe mit Apfel und Zitrone, kann ich diese wilden Gumminis fangen. Habe ich jetzt nicht, dann geht es also weiter und du darfst auch 2 Gumminis rauskitzeln. Genau. Auch leider noch nicht. So, man darf immer 2. Jetzt hast du ein Match. So, jetzt habe ich ein Match. Ich kann diese Gumminis fangen und brauche dazu diese Früchte. Das hier bleibt liegen, habe ich nicht gebraucht. Diese wilden Gumminis sind jetzt gezähmt, kommen wieder in die Schachtel und meine andere Gumminis kommen da auch rein. Spielziel ist es, die meisten Gumminis zu haben und das Spiel endet, sobald einer dieser 4 Stapel aufgebraucht ist. Okay, also so ein bisschen Chip bauen und einkaufen und wieder stapeln. Richtig. Wenn man das Spiel schon ein paar Mal gespielt hat, kann man auch Erweiterungen dazu packen. Genau, wir haben hier 3 Erweiterungen, die spielt man hintereinander, die bauen aufeinander auf. Zunächst kann man die Ananas, also den Ananaswald spielen. Man kann ja immer nur ein Kärtchen fangen, normalerweise, egal wie viele Früchte ich habe, außer bei dem Ananas-Modus habe ich zum Beispiel die Funktion, dass ich mehrere fangen kann und habe auch nochmal Zusatzregeln. Und wenn ich das bestanden habe, kann ich als nächstes die Erweiterung Orangenwald spielen und als letztes den Brombeerwald. Die sind alle sozusagen in der Schachtel schon enthalten? Alles dabei. Wann soll das Spiel erscheinen? Das Spiel erscheint noch dieses Quartal.